Ja, ich glaube, unsere Mannschaft hat heute eine sehr, sehr gute Leistung abgerufen, von Anfang bis zum Ende. Wir haben sehr viel Druck ausgeübt, auch ohne Ball, den Gegner immer wieder zu Fehlern gezwungen, haben in Ballbesitz gute Raumaufteilungen gehabt, gute Kombinationen eingefädelt, natürlich auch gute Situationen im 1 gegen 1 gehabt und glücklicherweise aus den vielen Chancen dann noch einen Treffer erzielt. Ja, das kann man vielleicht so sagen, wobei ich in meinem Spiel nicht ganz zufrieden war, aber ich glaube, die Mannschaft hat heute ein überragendes Spiel gemacht. Wir sind immer wieder angelaufen, wir waren hier klar tonangebend, für ein Auswärtsspiel überragendes Spiel gemacht, glaube ich, und hätten viel höher gewinnen können. Zum Glück habe ich einmal richtig gestanden, weil die paar Torchancen davor stand, bin ich immer falsch gelaufen und von daher bin ich froh, dass der eine reingegangen ist. Also ich finde es hoch verdient. Natürlich hätten wir das eine und das andere Tor schon früher machen können, aber wir haben es bis zum Ende konzentriert durchgezogen und haben uns damit belohnt. Ja, sie haben Cello im Sandwich genommen, das heißt, sie haben ihn gedoppelt, sodass eine Flanke auf ihn eigentlich fast gar nicht möglich gewesen ist. Wir haben uns ein bisschen schwer getan, dass unsere Außenspieler, unsere rechten wie linke Mittelfeldspieler und unser zweiter Stürmer mit in die Box reingerutscht sind. Das hätten wir ein bisschen besser machen müssen, aber im Endeffekt, denke ich, gehen wir ganz klar als verdienter Sieger vom Feld. Ja, ich habe in der zweiten Mannschaft schon über 90 Minuten gespielt, dann im Pokal vor zwei Wochen unter der Woche, letzte Woche reingekommen. Ich denke, bei 100% bin ich noch nicht. Aber die letzten paar Prozent, die holt man sich eh immer nur durch Spielpraxis und ich denke, mit so einem Auswärtssieg ist man da auf einem sehr guten Weg. Ja, Wahnsinn. Bei Mehmet wissen wir, dass er die Täuschung überragend drauf hat im Training und im Spiel auch. Und ja, das macht er überragend. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und dass er diese Qualität hat, da sind wir froh drüber, so eine Mannschaft zu haben. Ja, was soll ich sagen? Also ich habe einen Ball nach außen bekommen und habe mich dann da durchgesetzt, habe den Ball nur quer gelegt und Cello stand, wo ein Stürmer stehen muss und hat den Ball reingemacht. Aber wichtig war, dass wir heute hier auf jeden Fall gewonnen haben, weil wir hatten schon wieder sehr viele Chancen und das war sehr wichtig, dass wir am Ende die 3 Punkte geholt haben. Ja klar, Marcelo hat jetzt natürlich einen super Lauf. Ich hoffe, das hält an und er kann von mir aus jede Woche knipsen, aber alle anderen müssen auch ihre Chancen sehen und die auch nutzen. Wir hatten, wie gesagt, die erste Halbzeit ein, zwei riesig gute Dinger, die müssen dann einfach auch mal sitzen. Das gibt der Mannschaft dann Sicherheit. Ich denke, dass wir insgesamt schon ein sicheres Auftreten haben, aber wenn du dann so lange dieses 0-0 hier hältst, ja, man hat alles schon gesehen im Fußball, dann kann es auch mal hinterher in die andere Richtung gehen. Ne? Jetzt hatten sie die Mannschaft 2 Tage frei, die haben sie sich auch richtig verdient heute, oder? Ja, absolut. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass, wenn es gut läuft heute hier nach diesen letzten Wochen, die ja mit englischen Wochen auch gespickt waren, es einfach wichtig ist, auch mal ein bisschen 2 Tage was anderes zu sehen, um dann gleich am Dienstag geht es natürlich schon weiter, ist nicht lang, sich wieder auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren. Die Jungs werden das sicher auch genießen. Ja, mal gucken, den einen oder anderen Schlager werden wir bestimmt hören. Ne? Der Helene werden was danken und dann mal gucken, was noch so geht. Thank you.